Bitte, das darfst du nicht machen. Michael, ich weiß, dass ich dich verletze, aber du kannst es nicht an meiner Mutter auslassen. Bitte. Ich hab dir vertraut, dass mehr als jeden Menschen auf dieser Welt und du hintergehst mich. Gestern hast du mir noch gesagt, dass du mich liebst. Da warst du schon längst mit deinem Konstantin zusammen. Ich wollte das so nicht. Warum lügst du mich an? Wegen meiner Mutter, weil ich dachte, wenn du es weißt, dass sie es dann auch erfährt. Ja, aber sie erfährt es doch sowieso. Sie wollte sich das Leben nehmen. Ich kann dir doch sowas gar nicht sagen. Ach, natürlich, das ist viel besser. Viel nobler von euch, sie einfach anzulügen. Wochenlang oder monatelang oder Michael, was? Michael, bitte sag's ihr nicht. Weißt du, wenn dir wirklich etwas an deiner Mutter liegen würde, dann hättest du dich nicht zwischen sie und Konstantin gedrängt. Das habe ich nie getan. Ich habe es nie getan. Ich mich nur so in dir täuschen. Jetzt ist genau das passiert, was ich unbedingt vermeiden wollte. Aber trotzdem bin ich froh, dass es endlich gesagt ist. Nur Mama, ich weiß gar nicht, wie ich in die Augen schauen soll. Ich muss mit ihr erst alles klären, bevor ich richtig mit Konstantin zusammen sein kann. Julia, Romeo, wo kommt ihr denn plötzlich her? Marlene, mi corazón, ich halte es vor Sehnsucht kaum aus. Aber ich verstehe auch deine Entscheidung, dass wir uns momentan leider kaum sehen können, weil du dir Sorgen um Natascha machst. Auch wenn ich dich am liebsten gar nicht mehr loslassen würde. Ich kann es kaum erwarten, endlich mit dir zusammen zu sein. So glücklich wie Romeo und Julia. Ich habe sie von Tina Kessler geholt, damit du nicht so einsam bist. Ich liebe und vermisse dich. Dein Konstantin. Guten Morgen, Engelchen. Du bist ja schon wieder da. Haben die dich entlassen? Naja, die haben endlich eingesehen, dass ich hier viel weniger selbstmordgefährdet bin als in dieser grässlichen Klinik. Ich meine, da kriegt man doch erst recht Depressionen. Wieso hast du dich nicht gemeldet? Ich hätte dich doch abgeholt. Ach, mein Schatz, du hast doch schon genug Ärger wegen mir gehabt. Lass uns das einfach alles vergessen, ja? Mir geht's wirklich gut. Du kennst mich? Ich bin ein Stehauf-Mannequin. Aber weißt du was, jetzt lass uns mal über dich reden. Wie läuft's denn mit den Hochzeitsvorbereitungen?
Weißt du was, also das Kleid vom ersten Versuch, das kannst du wirklich nicht nochmal anziehen. Sonst geht's womöglich nochmal schief. Mama, es kann in dem Fall nichts mehr schief. Nein, bitte. Da bin ich jetzt wirklich abergläubisch. Weißt du was, lass uns doch einfach nach München zusammenfahren. Wir gehen shoppen. Das fände ich ganz großartig. Es wird keine Hochzeit geben. Ich habe mich von Michael getrennt. Sabrina, hallo. Hi. Hättest du einen Moment für mich? Ja, klar. Ich muss nur gleich einen Workout geben. Ach du, wie geht's mit deiner Mutter? Ich habe gehört, dass sie wieder zurück ist. Ja, sie hat sich wieder ein bisschen gefangen, aber... Du machst dir trotzdem Sorgen. Oh, ich würde dich so gern beruhigen, aber nach allem, was ihr in letzter Zeit passiert ist... Sie steht vor dem Nichts. Also, ihre Gesangskarriere, die kann sie vergessen. Dann hat Konstantin sie verlassen. Naja, und irgendwann ist dann auch Ebbe in der Kasse, ne? Sie braucht einen neuen Job, ganz dringend. Irgendwas, woran sie sich festhalten kann, eine Perspektive. Vielleicht kann sie es mal als Pianistin versuchen. Oh nee, das halte ich für ausgeschlossen. Ja, aber als Lehrerin vielleicht. Gesangstechnik kann sie ja trotzdem noch unterrichten. Sie braucht irgendwas, was mit einer gewissen öffentlichen Anerkennung verbunden ist. Also vielleicht könnte sie ein Buch schreiben. Eine Biografie über das Auf und Ab ihrer Karriere zum Beispiel. Künstler sind nur interessant, solange sie im Rampenlicht stehen. Aber so ein spannender Lebensweg, der verkauft sich doch immer super. Oder meine Mutter, die hat da Massen zu erzählen. Also, du hast doch so viele Kontakte. Ich denke mal drüber nach. Vielleicht fällt mir irgendwas ein. Ich melde mich bei dir, okay? Danke. Bis dann. Hi. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr fit? Jawohl. Meinem Doktor geht's gar nicht gut. Er ist ein Juwel unter den Männern. Lass dir das von deiner Mutter gesagt sein. Ich weiß das. Mein Schatz, das war in letzter Zeit einfach alles etwas zu viel für dich. Es tut mir so wahnsinnig leid, dass mein Tablettenausrutscher dich so aus der Bahn geworfen hat. Mama, das war nicht der Grund dafür, dass ich die Hochzeit abgesagt habe. Ich weiß. Du glaubst, ich ertrage es nicht, wenn du Ja zu deinem Doktor sagst, weil Konstantin mich stehen gelassen hat. Aber ich verspreche dir, ich werde nicht wieder mit meinem Leben spielen. Mama, das hoffe ich. Also, dann vertragt euch. Weißt du, 2 Kaffee bitte. Gerne. Schatz, vertragt euch. Heiratet, werdet glücklich. Auch wenn ich wegen des Ödems nicht auf eurer Hochzeit singen kann. Nie wieder singen kann. Oh Mama, ich bin mir ganz sicher, dass wir irgendwas finden, was dir Spaß macht. Ich habe vorhin auch mit Sabrina drüber gesprochen. Und Tim, vielleicht könntest du ja doch als Gesangslehrerin arbeiten. Stell dir mal vor, das ist doch sicherlich eine unheimlich erfüllende Beschäftigung, wenn du dein Können und deine Erfahrung, wenn du das alles weitergeben kannst an junge Leute. Ich bin mir sicher, es gibt so viele, die drauf brennen, von einem richtigen Star unterrichtet zu werden. Ich soll meine Zeit mit irgendwelchen Rotznasen verbringen? Bevor es so weit kommt, dann nehme ich mir wirklich einen Strick.